Liebe Freunde der großen Kleinbahn, eigentlich war für heute eine weitere Fortsetzung des Fremo-Treffens in Dreiskamuckern vorgesehen. Aber ich schiebe mal das Video hier dazwischen, weil die Poisenthal war auf Reisen über Silvester. Und ja, wir sehen gleich noch, wo es hinging. Also anlässlich dieser Bilder, ich hoffe, ihr habt euch nichts getan zu Silvester. Ich wünsche euch ein schönes neues Jahr und vor allem Gesundheit und naja, Erfolg und dass eure Wünsche alle in Erfüllung gehen. Ja, eine Reise, die hier auf dem Hauptbahnhof beginnt. Eigentlich begann sie am Haltepunkt in Otterwisch und der Hauptbahnhof war hier nur eine Zwischenstation. Einen kleinen Schwenk und es ging in eine Stadt, die, naja, was zumindest die Einwohnerzahl angeht, mit Leipzig vergleichbar ist, die auch hier ein altes Rathaus hat, was allerdings deutlich älter ist als das von Leipzig, nämlich es ging nach Breslau. Ja, Hintergrund, die Mutter wollte in ihre alte Heimat, die allerdings ein bisschen weiter nördlich von Breslau liegt. Aber Breslau war eben die bedeutendste Stadt von Schlesien. Und ja, sind wir halt dahin gefahren über den Jahreswechsel. Es gab viel zu sehen. Hier ein Blick aus dem Hotel auf den moderneren Teil der Stadt. Hier das Hotel selber. Dann haben wir hier ein Kaufhaus aus den 20er Jahren, was architektonisch ein bisschen was hermacht. Und noch einmal das Rathaus, was wir hier am Anfang schon gesehen haben. Wir achten jetzt mal auf die Türen, die da unten offen sind. Das ist nämlich ein Restaurant, nennt sich der Schweidnitzer Keller. Ist das älteste Restaurant in Europa, ne, von 1273 ununterbrochen betrieben. Und wir haben jetzt hier diese Figuren. Links kommt gleich jemand ins Bild, der schwer angehadert nach Hause kommt. Rechts die Ehefrau mit dem Schuh in der Hand. Und dann haben wir drunter noch die Figuren, also zwei Affen, die sich hier sozusagen als Sinnbild sich da vergnügen, während sie eher so ein bisschen zänkisch eingestellt ist. Was unter ihrer Figur durch die beiden sich balgenden Hunde symbolisiert wird. Ja, und wer was ganz Exotisches essen will, der fährt nach Breslau und isst dort Hering auf Pfefferkuchen. Dann haben wir hier noch ein paar Stadtansichten. Die Universität, gebaut zu Zeiten, als Schlesien noch zu Österreich gehört hat. Na, das kommt dann irgendwie so ein bisschen wienerisch vor, hier die ganze Baukunst. Dann haben wir hier die Johannes der Täufer-Kathedrale, die wir jetzt hier gleich auch noch von innen sehen. Ja, ist also doch recht groß, auch innen, also sehr gewaltig. Dann haben wir hier noch eine andere Kirche. Und hier noch eine Stadtansicht, so wie es heute aussieht. Und so wie es 45 aussah. Und dann haben wir hier noch, naja, den Fluss, der da durchfließt. Das ist die Oder, die natürlich, wo man natürlich auch einen schönen Blick hat. Ja, und jetzt kommen wir zurück zu dem, was den Kanal eigentlich ausmacht, denn irgendwie sollte es ja mal um Eisenbahn gehen. Und wenn ich da schon mal in Breslau bin, muss es natürlich auch irgendwas Eisenbahnmäßiges geben, was ich euch hier präsentiere. Ja, und dann ist mir glatt dieses Bild noch reingerutscht, das war unterwegs zu sehen. Ja, da hat sich Polen ein Phantomjäger von den Amis gekauft und da der schon recht alt ist, der stammt ja aus dem Vietnamkrieg, denke ich mal, dass sie den für irgendein Museum eingekauft und hier gerade transportiert haben. Zurück zur Bahn. Hier haben wir mal den Hauptbahnhof in Breslau, der übrigens ursprünglich nicht gelb angestrichen war. Das ist also ein Ergebnis der letzten Renovierung des Bahnhofes, die in den 2010er Jahren stattgefunden hat. Ja, hier mal ein Marsch durch den Berg, Querbahnsteig. Leider habe ich das Handy ja nicht so ruhig gehalten, wie ich es eigentlich sollte.
Missachtung diverser Persönlichkeitsrechte bin ich hier durchgelaufen. Man möge mir das verzeihen. Hier haben wir den Blick auf den Hauptausgang, der ja so in der Mitte des Bahnhofsgebäudes liegt. Und dann haben wir hier einen Schwenk durch eine wunderschöne Halle, die so ein bisschen, naja, so ein bisschen nach Jugendstil aussieht. Der Rest des Bahnhofes, das wird also als neogotisch bezeichnet. Man achte hier auch mal links, das sind die Fahrkartenausgaben. Also das sieht wirklich, also wo sieht man heute sowas noch, ne? Also auch meine begrenzten Polnischkenntnisse, hier kann ich es also erkennen, um was es sich handelt. Ja, auf der anderen Seite alles sehr schön gemacht. Hier und da hat die Moderne Einzug gehalten, auch wie hier, wenn man jetzt hier so diese Rolltreppe sieht. Dann haben wir hier nochmal den Ausgang bzw. den Eingang. Hier nochmal den Kassenbereich, also wo es die Fahrkarten gibt. Dann haben wir hier so eine Halle, die sind wir gerade entlang gelaufen, das hier von außen. Dann haben wir hier, achso, hier habe ich die Prellböcke fotografiert. Dann haben wir hier nochmal einen Schwenk. Das ist sozusagen die westliche Einfahrt des Bahnhofs. Ich stehe hier auf dem Bahnsteig, der in Richtung Westen am längsten ist. Hier haben wir die Ausfahrt. Hier sind wir im Bahnhof. Ich kenne mich bei polnischen Lokomotiven leider überhaupt nicht aus. Es waren auf beiden Seiten noch diese Wasserkräne vorhanden. Und hier haben wir dann auf der Ostseite den Blick vom Bahnhof weg. Hier haben wir die Halle nochmal. Außerhalb des Bahnhofs gibt es dann auch noch zwei Bahnsteige mit diversen Nahverkehrsfahrzeugen. Die Farben weiß-gelb sind übrigens die Farben von Schlesien, indem hier die ganzen Regionalzüge, die ich gesehen habe im Bahnhof, lackiert sind. Ja, hier haben wir noch den südlichen Eingang und da gibt es dahinter ein recht großes Einkaufszentrum. Vom Bahnhof selber sieht man aus dieser Blickwinkel eher wenig. Na, also das ist sozusagen die ganze Geschichte. Ja, das ist noch ein zweiter Bahnhof, der im Moment stillgelegt ist, wo man aber diskutiert, den wieder in Betrieb zu nehmen. Das ist der Freiburger Bahnhof, der Eröffnung 1842 sogar noch ein paar Jahre älter ist als der Hauptbahnhof in Breslau. Ja, und als letztes Bild hier im Video haben wir hier noch sozusagen das Innenleben des Bahnhofs mit dem Bahnsteigen und der dazugehörigen Überdachung. Ja, auf alten Fotos sieht man da noch irgendwelche Fahrzeuge stehen, die sind alle weg. Hier befindet sich auf dem Gelände ein Theater, ein Computerspielmuseum, wo ich allerdings nicht reingeschaut habe, weil da Feiertag war. Ja, und das ist im Prinzip alles, was da noch zu sehen ist, aber immerhin ist es noch da. Ja, in dem Sinne, ich hoffe, es hat euch ein bisschen, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und macht was draus.